Wir haben 2011 angefangen zusammen Musik zu machen und sind seitdem immer weiter dabei, Konzerte zu machen. Wir haben angefangen hier in Köln in der Alten Feuerwache mit unserem ersten Konzert und haben inzwischen Konzerte auch in den USA gespielt und in verschiedenen Ländern in Europa und im Libanon waren wir dieses Jahr und hoffen, dass das so weitergeht. Also für mich ist es diese unglaubliche Vielfalt, die es gerade in der neuen Musik gibt. Von Stilen, von Ausdrucksmöglichkeiten, verschiedene Ästhetiken, auf die man sich immer wieder neu einlassen muss und eben auch kann und dadurch immer wieder etwas, ja, eben etwas Neues kennenlernt. Also ich werde das nicht als neue Musik versus, also alte Musik, nee, aber als eine Linie, die durchgeht einfach. Also Barock, klassisch, romantisch, neue Musik. Und die Frage ist, was kommt zunächst? Und das finde ich einfach voll interessant, um also meine eigene Rolle drin zu haben. Bei Handwerk ist eine Sache, die wir uns vorgenommen haben, dass wir vor allem Stücke spielen, die es schon gibt, die aber vielleicht nach der Uraufführung nicht mehr gespielt worden sind und die einfach unter diesem großen Papierberg von Kompositionen verschwinden, obwohl sie eigentlich sehr wertvoll sind und man damit viel machen kann. Und da versuchen wir einfach möglichst viel zu finden. Und deswegen haben wir eine relativ klassische Besetzung, also mit Klavier, Schlagzeug, Flöte, Klarinette, Geige und Cello. Und versuchen auch eben akustische Stücke für diese Besetzung zu spielen, die eben für viele Stücke dann passt, weil das so eine klassische Besetzung ist, die von Pierrot Lunaire kommt. Und damit wir aber eben noch Stücke bedienen können, die experimenteller sind, weil uns das sehr interessiert, spielen wir Stücke, die für Ad-Hoc-Instrumente sind, selbstgebaute Instrumente, Elektronik, alles mögliche, Alltagsgegenstände. Es führt dazu, dass wir auf Werke stoßen, die total innovativ und eigenständig sind und spannend, die aber noch ein ziemlich großes Potenzial haben, das vielleicht noch nicht ausgeschöpft worden ist und an das wir uns dann machen können. Was ich noch sehr schätze daran, dass wir, solange wir das schaffen, uns viel Zeit nehmen für die Proben und einfach viel proben und ausprobieren können bei den Stücken, weil oft im neuen Musikbetrieb eine Geschwindigkeit entsteht oder entstehen muss, wo eben es passieren kann, dass man Stücke nicht mehr richtig einstudieren kann, weil man nicht mehr genug Zeit hat. Und das finde ich toll, dass es da die Möglichkeit gibt, dass man bestimmten Stücken einfach die Chance gibt, viel auszuprobieren. Wir haben Kooperationen mit Hochschulen gemacht, wo einfach auch die Studenten Stücke geliefert haben oder Komponisten an uns herangetreten sind mit Kompositionen. Also wir sind offen, wir bringen selbst Ideen rein, aber wir sind auch offen für Komponisten, die mit bestimmten Stücken zu uns kommen. Also es ist generell einfach spannend also wenn man jetzt sagt, man arbeitet mit Komponisten, die noch studieren, in dem Sinne, dass man sagt, das sind Komponisten, die sich selber noch entwickeln wollen, was man ja eigentlich bei jedem Komponisten erwartet, aber wo eventuell noch mehr Spielraum ist und wo man das Gefühl hat, die sind auch noch total offen, dass man so zusammen arbeiten kann, während wenn man jetzt ein Stück von einem ganz berühmten Komponisten spielt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er nicht zu den Proben kommen kann oder eventuell nicht mal zum Konzert. Und da ist es natürlich ganz anders, dass man wirklich irgendwie merkt, so, da besteht ein totales Interesse und eine Wissbegierigkeit. Und das ist natürlich irgendwie schön, dass man sich da irgendwie trifft für eine Arbeit, die man dann zusammen entwickelt. Wir haben uns ja hier in Köln 2011 gegründet und das war gerade in der Zeit, wo ON noch unter dieser Bundeskulturstiftung lief und dann sich verändert hat. Und für uns war das extrem hilfreich und ist immer noch heute total hilfreich, weil das einfach ein Netzwerk ist, was einmal alle Aktivitäten in Köln bündelt. Das heißt, auch schon ich als Kulturnutzer habe wahnsinnig viel davon. Und dann wir als Ensemble haben unglaublich viel davon, weil wir unterstützt werden. Selbst in Projekten, die jetzt gar nicht über ON laufen, haben wir immer die Unterstützung. Wir können immer fragen, habt ihr eine Idee für einen Proberaum? Habt ihr irgendwie eine Idee, wo wir ein Konzert spielen können oder irgendwas? Und natürlich gibt es dann ganz viele Projekte, die über ON laufen, wo allein uns die ganze Organisation abgenommen wird und natürlich finanziell ist es eine extreme Unterstützung. Und das ist schon enorm,
dass es das gibt in Köln und das ist für uns total wichtig.